Vorstellung des Mium-Zentrums, erklärt von Dr. Philipp Hepp und Dr. Laura Lemmermann. Mein Name ist Philipp Hepp. Ich bin seit April 2023 der Chefarzt in der Frauenklinik, verantwortlich für den Bereich Gynäkologie in Augsburg. Wir sind ein Fachkrankenhaus und dementsprechend haben wir hier sehr große Expertise im Bereich der Frauenheilkunde gebündelt und haben so ein bisschen den Fokus gesetzt im Bereich unerfüllter Kinderwunsch, auch benigne Erkrankungen in der Frauenheilkunde wie Endometriose und Myome und behandeln aber natürlich auch das gesamte onkologische Spektrum. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass Frauen mit Myomen, die ja doch unter unterschiedlichen Symptomen leiden und jede Frau ihren eigenen Leidensweg auch hinter sich hat, dementsprechend mit großer Expertise beraten werden, um für die Frau dann die passende Therapie zu finden. Weil es ist eben nicht mehr so, wie man es vor früherer Zeit hatte, dass man eigentlich immer die gleiche Therapie, nämlich die Gebärmutterentfernung, letztendlich dann zu irgendeinem Zeitpunkt gewählt hat, sondern es gibt viele Möglichkeiten, wie wir diese Erkrankung behandeln können. Und da ist es schon sehr wichtig, dass man sich in den einzelnen Methoden auskennt, um dann für die Einzelpatientin auch die geeignete Therapie wählen zu können. Ja, das haben wir so ein bisschen aufgeteilt, um eben auch dafür zu sorgen, dass Patientinnen immer auf einen Ansprechpartner treffen, der in diesem Feld besonders sich gut auskennt. Und das ist in dem Fall die Frau Dr. Lemmermann, die als Oberärztin das Myomzentrum bei uns verantwortet. Hallo, ich bin Laura Lemmermann. Ich bin Oberärztin hier im Josephinum in Augsburg. Und wie der Dr. Hepp vielleicht schon gesagt hat, zuständig für die Myom-Sprechstunde. Also letztendlich kann man über unsere Homepage gucken, da stehen Telefonnummern, stehen E-Mail-Adressen und dann entweder bei uns im Sekretariat, im gynäkologischen Sekretariat anrufen oder einfach eine E-Mail schreiben und die Sekretärin wissen dann automatisch, in welche Sprechstunde, nämlich in meine Sprechstunde oder auch gegebenenfalls zum Dr. Hepp, wenn bei mir die Termine relativ lang sind, dass sie da dann eintragen. Die Kontaktdaten werden am Ende vom Video nochmal eingeblendet, sodass sie das dann alles sehen können.